Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Das ist also der Straßenstrich. Entschuldigen Sie, wir warten hier nur auf den Bus. Ruhe, Nutte. Ich kann keinen Spagat, aber ich hatte bisher auch noch keine Situation, in der ich dachte, ein Spagat würde mir jetzt weiterhelfen. Wie nennt man ein männliches Geschlechtsorgan, das nur 3,14 cm lang ist? Pimmel. Heiratsantrag auf Schwäbisch. Das ist mal Häusle, das ist mal Mutter und jeden Sonntag gibt's Käsespätzle. Überleg's dir halt. Wenn ich auf dem Bodensee runter auf den Bodensee, dann bin ich der Bodensee-See-Bodenseher. Wenn ich Optiker wäre, mein Werbespruch würde lauten, kaufen Sie Ihre Brille bei uns, wenn Sie Ihre Familie jemals wiedersehen wollen. Willkommen bei Audi, wie kann ich helfen? Es geht um den BMW im Schaukasten. Wir haben keine BMWs? Jetzt schon. Was ist Ihre Aufgabe in diesem Betrieb? Ich warte aufs Wochenende. Was ist deine Lieblingsfarbe? Weiß nicht. Was dann? Gerade einen in der U-Bahn gesehen, der ernsthaft sein Playboy-Heft hinter einer Bild-Zeitung versteckt hat. Ich persönlich hätte es ja andersrum gemacht. Sehe ich ein. Ja. Man muss kein Proktologe sein, um ein Arschloch zu erkennen. Wissen Vegetarier eigentlich, dass wenn sie kein Fleisch essen, es immer voller und enger in der Massentierhaltung wird? Was ich in Mathe gelernt habe, ist es leicht, ist es falsch. True story. Für eine Ü30-Party fehlen mir 2 cm. Wie lautet das englische Wort für Ratschläge? Advices. Wer ist Ed? Ich habe einen neuen Physikerwitz, aber den magnet jeder. Gespräch mit Mama über die Uni. In Germanistik stehe ich auf 2. Na, das ist doch toll. Ja, aber die haben beide einen Freund. Meine Mama hat richtig hässliche Sachen aus den 90ern. Meine Schwester und mich zum Beispiel. Welches Tier dreht sich nach seinem Tod noch mindestens 180 Mal um die eigene Achse? Das Grillhähnchen. Schon mal den Clown gesehen, der sich im Supermarkt vor den hässlichen Menschen versteckt? Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.